Jetzt kommt eins der wenigen Videos, Schrägstrich Vlogs, die ich in Socken machen werde, weil wir aufgrund der Corona-Krise eben viel zu Hause sein werden müssen. Die Rennstrecken sind ja alle geschlossen. Ich würde euch gerne mehr auf die Rennstrecke mitnehmen, aber wie gesagt, ist ja gerade geschlossen. Ja, und wir haben uns jetzt ein bisschen mehr für Simracing ausgerüstet und die Sachen sind auch jetzt angekommen. Ja, und ich packe die jetzt mal aus und dann sehen wir mal, was da so drin ist. Das ist schon kein normaler Karton, weil das hier gesichert ist an der Seite. Da ist das Ding, wie Oliver Kahn sagen würde. Also es sieht schon mal super aus. Es ist tatsächlich Carbon hier, die Schaltwippen auch. Man sieht schon, dass das wie im echten Rennwagen verarbeitet ist. Also die Knöpfe hier. Drehschalter, total wie im echt, also im echten Rennwagen. So, also das ist das Podium von Fanatec, DD2 wird es auch genannt. Und ja, dann schauen wir auch mal, was in dem anderen Karton drin ist. Jetzt haben wir hier unser zweites Paket aufgebaut. Unser Stargast ist auch schon bereit für das Zusammenbauen gleich. Und ja, Clubsport V3 Pedale. Die werde ich dann jetzt mal versuchen, schon rausholen. Und ja, ich finde schon mal sehr gut, dass das zusammen aufgebaut ist. Dann spart man sich das schon mal. Unser Stargast ist auch schon bereit. Die haben sich sogar hier Mühe gegeben und ein schönes Schleifchen reingemacht. So, da ist das Ding. Auch hier sieht man wieder schön verarbeitet. Schöne Möglichkeiten zum Verstellen sind hier dran. Federn. Das hier sind Motoren, um eine Vibration im Pedal zu realisieren. Beispielsweise, wenn man zu viel Gas gibt, dann vibriert das als Simulation, dass die Hinterreifen durchdrehen und das gleiche gilt fürs Bremspedal, fürs ABS. Ja, bauen wir das jetzt mal dran, würde ich sagen. Ja, wie man hier schön sehen kann, wird auf dem Lenkrad dann auch die Geschwindigkeit angezeigt oder auch der Gang, den man gerade drin hat. Und ein paar schöne Leuchtdioden sind auch dabei. Was natürlich auch immer fürs Feeling so eine Sache ist. Schneller macht es natürlich einen nicht. Aber ja, man hat ein bisschen mehr Feeling für das Ganze und kommt sich ein bisschen mehr wie in einem richtigen Rennwagen vor. So, es ist der nächste Tag. Ich sitze jetzt hier an meinem Simulator, dem neuen, und bin jetzt gestern und heute schon damit gefahren. Also, was hat es mit diesem Lenkrad auf sich? Das Lenkrad ist wirklich sehr, sehr gut, also es ist den Preis schon wert. Aber für einen Anfänger ist es nichts, weil es ist natürlich so, je realistischer das Ganze ist, umso schwieriger ist es dann eben auch. Ja, also. Mit einem Einsteiger-Lenkrad, was deutlich weniger Kräfte hervorruft, lässt es sich viel besser fahren für einen Einsteiger. Für einen, der schon sehr gut fährt oder ich sag mal fortgeschritten ist und erfahren ist mit solchen Lenkrädern oder überhaupt Rennerfahrung hat, für den ist das genau das Richtige, weil dann bringt es einem wirklich noch mal ein paar oder ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen mehr Training das Ganze. Und ja, gerade in der Winterzeit oder wie jetzt auch ist in der Corona-Zeit, dann ist das einfach wirklich das perfekte Trainingsgerät, um in Form zu bleiben, auch um Training zu machen. Wirklich, damit kann man so tolle Sachen machen. Und ja, ich
Ich bin wirklich begeistert. Ich bin auch selbst völlig fertig, wie ihr vielleicht ein bisschen merkt, weil ich gerade die ganze Zeit schon gefahren bin und man sieht es auch ein bisschen. Das Ding ist wirklich anstrengend, ne? Also das kann bis 25 Newtonmeter Kraft aufbringen auf so einem kleinen Hebel hier, wie das Lenkrad groß ist. Also das ist unfassbar stark. Ich fahre auch meistens nur so Ausschläge bis 12 Newtonmeter, was aber wie gesagt ein Ausschlag ist, also Maximum. Wenn man irgendwie auf dem Curb fährt oder eine Senke durch, das ist wirklich toll, damit da zu fahren. Ja, aber also so viel Kraft braucht man dann eigentlich auch nicht. Nur das ist halt so, wenn man über den Curb drüber fährt, dann spürt man den. Und diese Tiefe ist dann einfach dadurch gegeben, dass das Lenkrad so viel Power hat. Ja, also absolute Kaufempfehlung natürlich. Ich will euch nichts verticken oder so. Aber man kann das, wenn man das Geld ausgeben möchte, dann kann man da wirklich guten Gewissens rangehen. Also das ist wirklich Profi-Equipment. Auch die Pedale sind hervorragend. Ja, also ich weiß eigentlich gar nicht so recht, was man dazu noch sagen könnte, außer dass es wirklich sehr gut ist.